Willkommen, Freunde, zu einer Demo, und zwar Willy Morgan and the Curse of Bountown. Ein Spiel, was im Jahre 2020 erscheinen soll. Können wir jetzt als Demo schon spielen? Gibt's bei Steam? Ich würde sagen, schauen wir es uns mal an. Das sieht schon ganz nice aus von der Grafik her. Ja, da fliegen viele Papierflieger rum. I did it. My research is finished at last. Tomorrow I'll submit it to the professor. It will be a big day. Tomorrow is the anniversary of Dad's disappearance, too. It's already been 10 years. Henry Morgan, the famous archaeologist, vanished under mysterious circumstances. This was the most recurring headline in the newspapers. I'm sorry, Dad. I tried really hard to understand where your final research took you. A hello to Mom, and then to sleep. Unfortunately, she can't be here tomorrow. Her latest expedition in the Amazon is taking longer than expected. Let's hope she receives my email. Good night, Mom. Oh, einige Stunden früher. Coming! This postman believes that everything he delivers is urgent. One can never even get a few hours rest. It's only 2 p.m. The day has only just started. Let's see. Bills. A letter for me? Nobody writes to me, usually. Oh, könnte das von seinem Vater sein? The same day my father disappeared. Dear Willy, it's Dad. If you received this letter, it means that my mission didn't go according to plan. I can't linger or I would put your mother and you in danger. You must go to the old inn in Bonetown as soon as possible. Room 09, but never trust anyone. Everything begins there in the warmth of a friendly place. Love, Dad. It certainly isn't a prank. The style and handwriting are my father's. I've looked for clues to his disappearance for 10 years. And I even got a letter from him. I must leave for Bonetown immediately. I'll have to manage somehow, because Mom is still traveling. But Bonetown isn't far. With a little money and a bike, I can get there in a few hours. I saw the bike around the house. There's even some money around here somewhere. Off we go! Perfect! I already found the bike. Or rather, what's left of it. To leave, I'll need all the other parts too. Na, das ist ja ein tolles Fahrrad, da fehlt ja alles. Hi, I'm Willy. Would you like to take Hallo, a short tutorial to learn how to handle things in my world? Nein, machen wir ohne. All right, let's start. So, klassisches Point-and-Click-Adventure, würde ich sagen. Wir gucken uns hier einfach mal so ein bisschen durch. Hier ist eine Notiz, die können wir lesen. Und was steht da? Ach, die hat er sogar mitgenommen. So. Collecting everything found lying about is a real Alles einzusammeln, warum was rumläuft, ist zwanghaft. Da hat er recht. So, ist da irgendwas drin? Essential for traveling. Okay, Gürtel haben wir auch schon gefunden. Sparschwein, da müsste Geld drin sein und er braucht ja Kohle. Its contents could come in handy. Den halt könnte nützlich sein. Ja, warum nimmst du es denn nicht? Johto always had one too, or so they say. So. Sehr gut. Hey,
voilà. Können wir die Lampe an- oder ausmachen? Das ist ja schön. Ist ja eigentlich eine Wand oder geht's hier noch weiter? Ne, scheint eine Wand zu sein. Okay. Was haben wir denn im Inventar? Circle. Können wir mit dem Circle aus dem Sparschwein Geld holen? Good grip, but it looks like something is still missing. Best not to. Der Brief, die Notiz. Best not to. Okay. Wie kann man es hier ablegen? Rechte Maustaste, okay. Fahrradklingel, Lenker, Fahrradsattel. Der Lenker, der sieht ja aus wie so eine Astgabel. Das ist ja ein Ding. Naja. It won't come off. It looks like it's bolted on. Bei denen ein wenig Festschrauben? Nadel fehlt. Was haben wir denn sonst noch hier? Eine Schublade ist soweit auch nichts. Hier ist ein Stecker. Hier ist ein Schlüssel. No way. If we start by taking a key at the beginning of the adventure, what will happen next? Das ist ja auch eine geile Theorie. Wenn wir jetzt den Schlüssel benutzen, was passiert denn als nächstes? It's a memento. Best leave it here. Das Gemälde will er auch nicht haben. Also der Traumfänger könnte aber ein Reifen sein, kann er aber nicht losschrauben. Oh, da oben ist ein Rad, das habe ich ganz übersehen. Wollen wir das Bett nicht irgendwie schieben? Dann gehen wir erstmal raus. So. Wo geht's da lang? Hier ist ein Werkzeugkasten, ah, das ist schon mal gut. If only there was a rubber chicken, but these could come in handy too. So, jawohl. Damit kann man einiges anfangen. Bestimmt. Eine Saugglocke. Für was können wir die benutzen? Das werden wir noch rausfinden. Okay. Dann gehen wir mal auf die Toilette. Hier ist ein Spiegel. Seife, können wir Seife mitnehmen? Out of it this morning. I meant to go shopping, but my plans fell through. If somebody threw something in there, it means it wasn't meant to come out again. Okay, ja, hat er recht. Ist ja Mülleimer, der was der Mann da reinschmeißt, sollte nicht unbedingt wiederkommen. There isn't a drop left. I used it all for the bath I was planning to take. I need something to get the plug out. I don't want to get irgendwie rausbekommen. I see no alternative. Now you'll discover the huge power of a plunger. Oh, sehr schön. Nice work. Now I can safely leave home. Well, look what was hiding in the bathtub. Oh nee, das ist ja wohl ein Witz, oder? It's certainly a part of the bicycle. I'm amazed by the extremely intelligent use I made of it. Ah, alles klar. Super, das wäre ja auch was gewesen, wenn wir hier das Wasser rauslassen, einfach nur weil Langeweile haben. So. Ist die Tür. Hier gehen wir mal raus. Was ist das für eine Tür? So. Schranktür, machen wir die mal auf. My mother took almost everything with her for this journey. Das macht ja Sinn, dass er alles mitgenommen hat. Spiegel. Admire my physical prowess. Oh, elegant, elegant. Kaktus. Strange object. Let's see what happens when I pull one of the branches. I thought so. Genius. Typical of my mother.
I bet she designed it. Look at the nice ring inside it. Ja, dann nehmen wir den nochmal. And there's also an engraving inside. Difficult to make out. S.C. Arvis. Der könnte uns Geld bringen. I think I know what it is. I'll put it in the bag. It might come in handy. So, sehr gut. Jetzt haben wir den Diamanten. Wow. Now oder besser gesagt, Diamantenring. Doing so is very simple. Es geht ganz öffnen das Inventar, wähle einen Gegenstand mit der linken Hand. Then select a second item. If successful, wait a few moments and you'll see these items combine and a brand new one will appear. This will certainly be very useful. Try to combine the item you just found with another item you already have in your inventory. Das machen wir gleich. Bücher. I've already read them all. Einen Wecker gebrauchen. Nö. Was könnte man den Diamanten... Warte mal, Schraubenzieher? Das Schöne ist ja, bei so einem Adventure kann man ja alles kombinieren, was man so möchte. Try to find a better way to use this piece of memorabilia. And it came to pass that my criminal career began. Alles klar. Ah, okay, super. Quasi die Nadel hat ja gefehlt und die brauchen wir jetzt für Sparschwein. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Gehen mal wieder zurück. Machen die Tür zu. Und können uns sicherlich mit den Schraubendreher den Traumfänger abschrauben, oder? Hm, okay, das haut nicht hin. Aber wir können jetzt mit den Dietrich. Excellent idea. That way I can open it without causing irreparable damage. I wonder how much I've managed to save in the last few months. Ha! Das ist ja geil, er schneidet vorne die Nase ab. All that noise and all I got is this lot of gears? I don't even know how they ended up in here. It has already yielded all it can. So, es hat schon alles hergegeben, so. Aber wie kriegen wir diesen Traumfänger denn runter? Er sagt ja, die Schrauben sind rostig. So, Gürtel. Gummihammer, Schraubenschlüssel. The screws don't turn. They got rusty with time. This could come in handy. Best not to spoil it. Okay. Da haben wir ja alles abgesucht. Gehen wir mal nach unten. Gucken wir, ob wir da Öl oder irgendwas finden. Post-its. There's information that could be useful. Oh, hat er erstmal alle eingesammelt, auch schön. Hier ist das Fahrrad. There's still something missing. Okay, hier ist eine kleine Bibliothek. Ist aber auch nichts Spezielles zum Einsammeln. Das heißt, wir gehen mal in die Küche. Ich mute mal, dass da die Küche ist, aber doch, ja. So, Kühlschrank. Oh, das sieht da ja aus. Halb gegessene Pizza. Pepperoni and pineapple pizza is my favorite. Maybe I might eat a slice later for a snack. No thanks. I never eat between meals. I already had breakfast. Not now. I have more important things to do. Not now. I have more important things to do. Ach, hier ist also eine Fahrradgabel, sehe ich gerade. Der Lenker. It serves an important function in this fridge. I used it temporarily to reinforce one of the shelves. If I pull it out, everything will fall down. I first need to fix the shelf.
Okay, er muss erst das Regal befestigen, okay. I have more important things to do. Ja, mit was können wir das denn verstärken? It's not a bolt, it's a screw. Okay. Just what I need. Jo, ist fest. I couldn't go anywhere without it. Jawohl, super. Every meal has been carefully selected by Mom based on its caloric intake and ease of preparation. So, und jetzt brauchen wir irgendwie noch Öl, ne? Würde ich sagen. Sachen. Wir müssen oben die Schrauben nämlich losbekommen. Hier geht nichts auf. Okay. Das sind alles Sachen. Ein toller Begriff. Gucken wir mal auf der Seite hier. Mikrowelle. Pelzige Tiere, ja, ja. Der Schrank geht auch nicht auf. Konserven. Oh, Geld. Super. Genau das, was wir gebrauchen haben. Prima. Konserven. Ofen. I can't. When Mom leaves for a trip, she always turns off the gas to avoid any unpleasant surprises. She always says that for a kid my age, the microwave is more than enough. I don't think the incident last year helped. Let's just say that calling the fire department about a burned pan can't exactly be considered my finest moment. Okay. Ja, wie bekomme ich jetzt oben diese Schraube los, wenn ich nichts zum Ölen habe? Eine Dunstabzugshaube, hier ist ein Fenster. Das ist die Mikrowelle. Weil oben sagt er ja, die Schrauben sind festgegammelt und die müssen wir doch irgendwie loskriegen, oder? Gucken wir mal, wir gehen mal zum Fahrrad, vielleicht reicht das ja auch schon. Was gar nicht, können wir eigentlich auch schon raus? Okay, also raus können wir ja noch nicht. Dann würde ich sagen, okay, wenn man in der Küche kein Öl finde, müssen wir oben irgendwas noch machen. Ist auch ein Gemälde. So, wir brauchen den Traumfänger, weil das ist ja ein Rad, würde ich sagen. So, Schraubenschlüssel kombinieren mit Gummihammer. Lieber nicht für einen Hammer benutzen, okay. Wenn wir aber einen Schraubenschlüssel nehmen, die Schrauben lassen ihn nicht drehen, sind mit der Zeit festgerostet. Nehmen wir einen Schraubenzieher, sagt er dasselbe. It needs at least a bolt in order to use it. Hier haben wir ja auch über... Ach ja, genau, hier haben wir ja... I need a ladder to get to it. Auch noch keine Leiter gefunden irgendwie, wie wir da rankommen. Wir können aber auch das Bett nicht schieben. Oh, hier ist die Schublade. Pedale. Sehr gut, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Prima, aber gut, dass wir nochmal geguckt haben. Here they are. So, Schublade. Too many drawers. I don't have enough clothes to fill them all.
empty. I could fill it up with the stuff inside the boxes around the corner in the corridor. Okay. Da ist nur ein Poster. Das ist auch nichts. Aber warum kann er das Bett denn nicht schieben, dass wir da hochkommen? I need a ladder to get to it. Offenes Sparschwein. Gibt's hier irgendwie eine Schublade? Nö. Hier gibt's noch einen Teppich. Dann haben wir in den anderen Zimmern auf jeden Fall noch was übersehen. Okay, dann gehen wir nach hinten nochmal. Too many things. I couldn't take them all with me. So, und zu viele Kisten, sagt er. Werkzeugkasten haben wir schon. I promise, when I get back, I'll sort everything in alphabetical or chronological order, just as I've been doing for the last year. I'd better take only what is strictly necessary. Nee, du sollst ja auch nicht alles mitnehmen, du sollst ja nochmal gucken. It's always good to have one for a pleasant bike ride. Okay, prima. Aber hier ist auch nichts. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zimmer, muss ich sagen. So. Das ist die Toilettentür. Die machen wir mal zu. Ist hier vielleicht noch irgendwas, was wir öffnen können? Ah, Schranktür, alles klar. Okay, er kann davon nichts gebrauchen. Sonnenöl. Vielleicht hilft das ja. Okay. Sonst denn Produkte, da wollte er nicht ran. Dann probieren wir das Sonnenblumenöl mal an seinem Traumfänger. Oh, Tür, komm, Tür zu. So. Um das zu benutzen, muss es flüssig sein, sonst kommt so Flasche. Okay, dann müssen wir es wahrscheinlich unten in der Mikrowelle erhitzen. Och, das ist aber eine Lauferei hier. Gucken wir aber in der Zeit nochmal hier rein, ob wir da noch was übersehen haben. Hier ist eine Lampe. I better not turn it off. Mom must have had her reasons for leaving it like this. At least I think so. Nee, das war's soweit. So, das heißt, wir gehen erstmal nach unten in die Küche und werden da das Öl in der Mikrowelle warm machen. Das sollte auf jeden Fall helfen, dass es flüssig wird. Too risky. There's a risk that the container may explode or melt. I'll need a less powerful heat source. I can't. When Mom leaves for a trip, she always turns off the gas to avoid any unpleasant surprises. She always says that for a kid my age, the microwave is more than enough. Toll. I don't think the incident last year helped. Also er braucht Ofen. It has to be liquid in order to use it. It won't come out of the bottle otherwise. There's no gas. Mom turned it off before leaving for fear that something might happen again. Hm. Okay, aber wir brauchen eine Wärmequelle, aber wo haben wir denn eine Wärmequelle? Wir Schubladen irgendwie noch. Das ist der Kühlschrank. Ich muss das ja irgendwie rausbekommen. Ausgetrocknete Sonnencreme. Wie
Hier geht's ja nicht weit. Huch. There's still something missing. Es fehlt noch was, das weiß ich auch. Okay, dann müssen wir mal gucken. Seife. I ran out of it this morning. I meant to go shopping, but my plans fell through. Haben wir denn hier keinen Wasserhahn oder so? Ich brauche ja eine Wärmequelle. Was ich faszinierend finde, ich habe auch immer noch keine Leiter. Könnte ich das mit irgendwas benutzen? Das ist ja faszinierend. Zahnrad, Saugglocke. Wir müssen irgendwo noch was übersehen haben. Okay, wir gehen ja auch immer da lang. Vielleicht geht's hier auch noch mal lang. Nee. Okay, ich will noch mal unten was versuchen. Ob ich das hier unten schon mal teilweise zusammenbauen kann. To try it. I think there's still something missing. So, Zahnräder. Perfect. A few more parts. Jawohl, das funktioniert. Very good. There's still something missing. Pedale fehlt auch noch. Ah ja, die Pedale geht ja auch noch nicht. Müssen wir mal das Zahnrad hier einsetzen. Nearly there. Not long to go. So. Pedale. It's not time yet. Okay, das funktioniert noch nicht. So, was haben wir denn hier Schönes? Die Notiz. Also, was noch fehlt? Die Fahrradklingel fehlt noch. Rahmen haben wir. Tja, was uns noch fehlt, sind die Räder. Die beiden Räder, genau, die fehlen uns noch. Und die Klingel. Eine Menge Post-its. Here are a few notes I've written down lately. Save money. And there's more. Not long to go. Nearly there. Ah, alles klar. They connect perfectly. Not long to go. So, das haben wir jetzt auch. So, steht ja auch irgendwie nichts in der Ecke rum oder so. Nö, kleine Bibliothek. Ja, okay. Dann haben wir das Rad schon fast fertig. Wir müssen jetzt so einmal eine Wärmequelle finden. Wir haben jetzt hier die Uhr. Wir gucken mal hier nochmal. Den Ofen benutzt er nicht. Weil das Gas abgestellt ist, sagt er. Die Konserven sind wir durchgegangen. Mikrowelle. Nimmt er nicht, weil er sagt, das kann explodieren. Hier gibt es Sachen. Hier gibt es auch Sachen, sagt er. Hier ist der Kühlschrank und im Kühlschrank selber. Mal gucken, ob wir da noch was übersehen haben. Halb gegessene Pizza. Lebensmittel. Milch. Banane. Lebensmittel. Nö.
Okay. Waren sonst noch mit dem Schraubendreher hier irgendwie? But not for everything. Useful, but not for everything. Okay, dann können wir das wieder. Better not take a hammer to everything. There are several ways to use. I must find a more useful way to use it. Ein Pendel haben wir hier. It works perfectly. I would only run the perfekt, risk ich würde nur riskieren, sie zu beschädigen. It works perfectly. There are several ways to use it. That is certainly not. I must find a more useful way to use it. A plunger. It could come in handy. I like where it is. I don't need a painting to remind me of my grandfather. Kann man denn hier irgendwie das Fenster öffnen? Nee, ne? I promise, when I get back, I'll sort everything in alphabetic, just as I've been doing for the last year. Ja, faszinierend. Was müsste man denn... Wie bekommt man denn eine Leiter? Und eine Wärmequelle. Das sind die beiden Dinge, die wir noch haben. Die uns noch fehlen. Ansonsten könnte man ja auch das Pendel nehmen. There are several ways to use it. That is certainly not one I had in mind. Okay, dann machen wir erstmal die in der im Schrank selber war ja nichts mehr, die Schranktür zu. Wir brauchen eine Leiter, um ranzukommen. Wir haben aber keine Leiter. There are several ways to use it. That is certainly not one I had in mind. Useful, but not for everything. Können wir den Schrank da irgendwie damit zerlegen? Nee. Useful, but not for everything. Was ist eigentlich mit dem Stuhl, der da steht? Können wir den nicht nehmen? Der wird gar nicht erst angezeigt. No way. Schlüssel. Start by taking a key at the beginning genau. Of the adventure. Ja, jetzt müssen wir aber mal langsam vorwärts kommen hier. Das sind die beiden Räder, die wir brauchen. Das sind die Rätsel. Im Kome am seltsamsten sind. So, jetzt hab ich's. It's a photo of my cousins, Nate and Sammy Morgan. I haven't heard from them in years, but we were always close. Not a single drop coming out. It must have dried up completely with time. Wir haben doch noch eine Lampe. Vielleicht gilt die eingeschaltete Lampe. Vielleicht können wir die als Wärmequelle nehmen. Es hat funktioniert. Excellent. The heat from the lamp is melting the oil. It's ready to use now. Sehr gut. Wow, unglaublich. Also das ist ja mal. So, gehen wir mal um Traumfänger. The rusty screws are loosening up. I also finished the suntan oil. I better leave the empty bottle here. Okay, super. Now it works.
Jo. Prima. It needs at least a bolt in order to use it. So, und jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir... Na, leg ab. Wie wir an diese... Warte mal, vielleicht können wir die Schubladen als Leiter benutzen. Too many drawers. I don't have enough clothes to fill them all. Empty. I could fill it up with the stuff inside the boxes. Vielleicht, das könnte klappen. Von der Idee, oder? It won't be an ISO 9000 certified ladder, but it will do. Got you, wheel. Oh, geil. Jawohl. Alter, hätte ich ja gar nicht mehr gerechnet. Dass ich das nochmal lösen kann, unglaublich. Ja, ein bisschen denken, ein bisschen analysieren. Naja. So, dann hauen wir jetzt ab. Bauen das Fahrrad unten zusammen. Boah, also mal eierig. Fährt es sich bestimmt nicht gut mit. Another part. Almost ready. Boah. Making progress. I can glimpse its shape. There's still something missing. Es fehlt immer noch was, genau. Es fehlt noch die Klingel, ne? Gucken wir nochmal auf die Notiz. So, Fahrradsattel haben wir, Zahnräder, Rahmen. Genau. Die Fahrradklingel. So, wie sieht die denn aus, die Fahrradklingel? Wo könnte man hier noch eine Fahrradklingel bekommen? Können ja mal alles an der Pendeluhr noch mal ausprobieren. Better not take a hammer to everything. I remember when you could get Schraubenschlüssel. It needs at least a bolt in order to use it. There are several ways to use it. That is certainly not one I had in mind. Man weiß ja nie, ob man noch irgendwas übersehen hat hier irgendwie. So ganz klein im Verborgenen, das ist ja das Problem aber bei diesem Point-and-Click-Adventure. Ja, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Das heißt, wir müssen irgendwo noch so eine kleine Klingel oder so übersehen haben. Bücherregal. Bücher, 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 Bücher. Gemälde. This is the map that led my mother to the discovery of her first sunken shipwreck. I've decided to keep this souvenir as a good luck charm. She's been looking for new treasures ever since. A little like my father, before his disappearance. They were always soulmates. Then I grew up. Okay. Lampe, Schranktür. Jetzt auf dem Schrank ist nichts. Hier unten ist ja auch nichts, ne? It could contain something important that would be of use to me. Ah, alles klar. Vielleicht können wir den Wecker ja bearbeiten als Klingel. Best not to add to the problems this object already has. Best not to add to the problems this object already has. Let's see what's wrong with it. Ah, alles klar. Super. Maybe that's why it wasn't working. Replacing the internal alarm with okay, jetzt müssen wir unsere Fahrradklingel haben. I don't need a broken alarm clock for my trip.
Fahrradklinge. Jawohl, das war's. Jetzt können wir losfahren. Ja, nice das Game, muss ich sagen. Macht Spaß, so. Ein bisschen denken. Ist nicht ganz so schwer. Dauert halt ein bisschen, bis man auf die Lösung kommt, aber gefällt. How professional. Das ist auch schon wirklich das allerletzte Fahrrad. All I need now is ready to go transportation. Ist doch betriebsbereit. Bone Town, here I come. Ah, alles klar. I've already read them all. Let's go. Auf geht's. Coming in 2020. Ja, das ist Demo schon wieder zu Ende. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Game, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Und überlegt doch mal, ob ihr euch das Spiel zukünftig kaufen werdet, wenn es endlich verfügbar ist. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Es lohnt sich. Okay, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.